1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Montagnacht. Das ist unsere freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer nochmal. Kostenfrei für euch. Extra für euch kostenfrei geschaltet. 0800 220 5050. Faxnummer 0800 220 5051. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mit wem geht's los? Es geht los mit einem Menschen mit einem sehr ungewöhnlichen Namen. Der heißt nämlich Ötgen. Stimmt das? Ja. Ach, hallo? Ein Mädel. Ja, ist aber eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Es kommt ja auch von Ötger. Und, Ach, du kommst aus der Dynastie Dr. Ötger. Nö, noch nicht mal. Nee. Aber ich meine, der ist nicht so ungewöhnlich, würde ich sagen. Ich habe es noch nie gehört. Ötgen für ein Mädel. Oh, was soll das denn heißen? Nein, es ist halt, wurde ich eben halt auch gefragt. Ja. Aber man kann es halt bis in die Germanen zurückverfolgen. Ich bin halt wirklich deutsch und nicht türkisch, wie man es vermutet hat. Es ist ein alter germanischer Name. Ja. Schön. Also das ist bis in die Germanen halt zurückverfolgt worden. Ansonsten hätten wir wirklich was auch ziemlich viel für bezahlen müssen, um das halt zurückverfolgen lassen. Ja. Und also bis dahin konnten wir es halt geschenkt haben. Also wir lernen etwas, weil ich wusste es wirklich nicht. Es gibt einen alten germanischen oder germanisch klingenden Frauennamen, der heißt Ötgen, schreibt man O-E-T-T-G-E-N. Genau. Ne? Und das bist du jetzt in diesem Fall. Ja. Ich begrüße dich sehr herzlich. Wie gesagt, das ist ja mein Nachname, ne? Ach, das ist dein Nachname, da reden wir jetzt so lange drüber. Ich denke, das ist dein Vorname. Nein, das ist mein Nachname. Ah. Also, wie heißt du denn mit Vornamen? Silke. Silke, warum steht denn hier nicht Silke? Ja, keine Ahnung. Silke, ein ganz normaler Name, 18 Jahre alt. Um was geht's denn? Und zwar, es geht darum, ich habe mich unsterblich in einen Streckenposten verliebt. in einen Streckenposten? Ja. Von was? Von wo? Wie was? Also, ich erzähl mal kurz. Ja, bitte. Das war am Nürburgring, Ach. Jetzt vor einem Monat. Da war ja dieses 24-Stunden-Rennen. Ja, ich hab's mit dem Nürburgring nicht so, aber mag sein, ja. Ja, auf jeden Fall, dieses 24-Stunden-Rennen kennt eigentlich ja jeder. Ja. Und da war ich halt auch am Wochenende halt, wo das stattgefunden hat. Ja. Und wir waren halt am Brünnchen zelten und so. Das ist dieser Streckenabschnitt. Und dieser Streckenabschnitt hat ja auch seine Streckenposten. Mhm. Und das sind die Männer, die dann irgendwie mit den Fähnchen winken, oder wie? Genau. Ja. Ja, und da war halt, wie gesagt, einer drunter, mit dem ich, ich habe mich wirklich von Anfang an, also auf den ersten Blick in den verliebt. Ich habe vorher nie an sowas geglaubt, dass ich jemals sowas irgendwie empfinden könnte. Du gingst irgendwie da so auf der Wiese oder wo auch immer und hast den Blick geworfen auf den Streckenposten. Ja, genau. Am Brünnchen war das, in der Nähe vom Brünnchen. Ja, das ist am Brünnchen. Und, so, wie sah er aus? Weswegen kam gleich das Gefühl der ersten Liebe? Ja, das wurde noch komischer. Also eigentlich bin ich eher so der Typ, braune Haare und so. Ja. Und grüne Augen, aber der hat... ich habe grüne Augen und braune Haare. Aber ich bin ein alter Sack für dich. Ich bin völlig irrelevant. Mhm. Erzähl weiter. Naja, und er ist halt naturhellblonde Haare. Ja. Nicht ganz kurz, aber auch nicht lang oder so. Ja. Und ist ungefähr 1,80 bis 85 groß. Wow. Und ungefähr 20 Jahre. Wow. Also so in meinem Alter. Ja. Und, also ein ganz anderer Typ. So. Ja. Und er hat sehr elegant, erotisch die Fahne geschwungen. Oh, sehr. Oh, sehr. Das hat mich sehr angetört. Silke Ötgen. Ja. Wieso bist du nicht gleich dann zu dem hingegangen? Hast gesagt, Mensch. Ja, ich habe mich sehr um ihn bemüht. Also ich bin, ist halt so, da kann man halt nicht direkt immer hin und labern. Die haben Klar, keine Zeit. Die müssen ja auf die Autos aufpassen. Ja, die müssen ständig halt auf die Strecke gucken. Und also das war sowieso schon geil, dass wir haben ganze 2 Tage und eine Nacht halt, wo das Rennen am Laufen war, haben die ganze Zeit geflirtet und so, ganze Zeit geguckt und so. Und das war so geil. Und dann habe ich ihn halt, als er dann mal irgendwie pennen musste, mitten in der Nacht für 4 Stunden, dann bin ich halt zu ihm hin und so. Genau, ich wollte gerade sagen, der hat doch nicht die ganze Zeit da an der Straße gestanden. Der musste ja auch mal Pause machen, so wie du es jetzt gerade sagst. Genau, und dann bin ich halt zu ihm hin, also das ist so ein kleiner Berg, dann bin ich zu ihm hingerannt und habe ihn halt nach seinem Namen gefragt.
Wie heißt er denn mit Vornamen? Hendrik. Hendrik, wie süß. Wie sexy. Passt perfekt zum Aussehen. Hendrik. Auf jeden Fall. Und dann? Und dann, was soll ich sagen? Ja, genau. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und meinte er so, ja, wir sehen uns dann gleich an der Strecke. Also ich gehe jetzt schlafen 4 Stunden und dann sind wir wieder hier. Ja. Und ich war natürlich wieder da pünktlich, bevor er kam. Und dann war er halt wieder da. Und nachher, also dann hat er da seine Arbeit wieder gemacht. Ja. Und musste dann halt irgendwann wieder gehen. Also wir waren die ganze Zeit noch am Flirten und so. Ja. Dann musste er nochmal gehen. Und dann bin ich nochmal, also habe ihm so ein Zeichen gegeben, so von wegen telefonieren wir. Und das hat er nicht ganz verstanden. Da hat er mich so zu sich gewunken. Mhm. Bin ich nochmal zu ihm. Ja, und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, ob er mal gerne telefonieren möchte. Und dann meinte er, sein Handy wäre halt kaputt. Mhm. Und so. Und es ist auch verständlich, dass er nicht jedem Mädchen, was er nicht kennt, seine Festnetznummer gibt. Ich gebe meine Festnetznummer auch nicht jedem Mädchen, was ich nicht kenne. Ja, ja. Ich finde das sehr klug, was Hendrik da gemacht hat. Also. So, jetzt rufst du hier an. Ja. Du rufst ja nicht an, um mir zu erzählen, nur zu erzählen, hey, ich habe mich in Hendrik verliebt. Nee, sondern ich habe mich ja viel zu sehr in ihn verliebt, jetzt deswegen rufe ich ja nicht nur an. Verstehe ich den Anruf so, dass du ihn suchst und ihn bisher nicht gefunden hast? Ja, also, ja, eigentlich schon. Also ich habe mich sehr um das Suchen, also ich habe mich ziemlich darum bemüht. Ja. Ich habe beim Nürburgring angerufen, die haben mich dann zu so einer Frau weitergeleitet, die das mit den Streckenposten Marshalls halt da organisiert und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du bist nicht an ihn rangekommen. Genau. Und du darbst zu Hause und denkst, käme ich doch an meinen Hendrik ran. Ja, genau. Und das rufe ich mir den Domian an. Genau. Könnte sein, dass Hendrik auch manchmal nachts Domian guckt oder hört. Oder irgendwer, der den kennt. Oder vielleicht der Bruder, der da auch Streckenposten war. Vielleicht, oder der Vater, der auch dabei war. Silke, vielleicht will Hendrik ja auch gar nicht. Vielleicht ist Hendrik in festen Händen. Ja. Bei dem Aussehen. Dann, sorry, aber der Vater und der Bruder saßen direkt daneben und die haben das ziemlich spitz bekommen, wie der mit mir am Flirten war. Naja gut, man kann ja ein bisschen flirten, wenn man auch ein nettes Mädel zu Hause hat. Ja gut, aber mir wäre es halt ein bisschen zu unangenehm. Warum hast du denn nicht deine Nummer ihm gegeben? Gute Frage, ne? Ja. Dann hätten wir das ganze Theater jetzt nicht hier und wir müssten nicht suchen. Ja, gut. Also, lieber Streckenmensch da vom Nürburgring. Hendrik, schöner junger Mann, grüne Augen, braune Haare, groß gewachsen. Ich habe den Nachnamen, aber den darf man hier nicht sagen, ne? Nee. Gut, okay. Ich glaube, wenn er jetzt zuhört oder zuschaut, wird er das schon verstanden haben. Ja. Dann bieten wir ihm an, dass er sich hier bei uns meldet. Per E-Mail am besten. Ja, gut. Ne? domian@wdr.de. Mhm. Und dann verknüpfen wir eure Herzen miteinander. Oh, ja? Mein Gott, das wäre echt ein wahrer Traum. Und dann werde ich irgendwann nochmal mit Silke Oetken reden. Ja. Ne? Und sie wird mir erzählen, wie es denn so war und so weiter. Mhm. Okay? Ja, ich habe mir auch gesagt, dass wenn das alles nicht klappt und so, weil ich suche echt im Internet alles und so, dann werde ich irgendwann entweder bei Wahre Liebe oder Arabella sitzen oder so. Das ist wirklich, das habe ich mir vorgenommen. Ist ja schon mal ein Anfang. Ist ja schon mal ein Anfang hier bei uns. Ja, genau. Aber du bist ja ein vitales Mädel, das finde ich gut, dass du suchst und nicht so schnell aufgibst. Oh ja. Und das spricht ja auch sehr viel für deine Leidenschaft auch. Genau. Und also Hendrik, wenn du zuhörst oder zuschaust und du interessiert bist, melde dich bitte bei uns und wir werden dann die Verbindung zu Silke herstellen. Genau. Silke, wir drücken euch die Daumen, aber richtig volle Kanne. Okay? Dankeschön. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben eine freie Themennacht heute am Montag 0800 220 5050. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema, das darf mein Partner niemals wissen. Das darf mein Partner niemals wissen. Was ist das bei euch? Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, gibt es so ein Geheimnis, irgendetwas Großes oder vielleicht auch etwas nicht so ganz Großes, von dem ihr sagt, das darf er niemals wissen? Das ist das Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit Lydia und die ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Lydia. Sag mal, Lydia oder Lydia? Lydia. Lydia. Ja. Um was geht's? Es geht darum, ich habe vor einem Jahr meinen Stiefbruder kennengelernt. Mhm. Und vor 4 Wochen sind wir uns näher gekommen. Das heißt, wir hatten was getrunken. Mhm. Ich habe mit meinem Stiefbruder geschlafen. Ja. Wir hatten auch sonntags darüber gesprochen, dass es ein Geheimnis zwischen uns bleibt. Erklär mir mal das verwandtschaftliche Verhältnis. Was heißt das genau in deinem Fall, in eurem Fall Stiefbruder? Also das ist
der Bruder von meinem Vater, aber hat eine andere Mutter. Also ihr seid schon auch verwandt? Ja. Ja. Und jetzt hatten wir vor 4 Wochen zusammen geschlafen und kriege im Moment meine Tage nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich mich verhalten soll. Wie kam es denn dazu mit dem Schlafen? Ist das jetzt so eine, ist es da über euch gekommen oder bist du sogar auch ein bisschen in ihn verliebt? Ich bin auch mittlerweile ein bisschen in ihn verliebt. Und das hat er mir auch gesagt, er empfindet auch was für mich. Jetzt haben wir natürlich nur das Problem, wie erklären wir das dem Papa, dass es eben dazu gekommen ist. Und falls ich schwanger sein sollte, wie es weitergehen sollte. Also jetzt muss ich nochmal fragen. Ihr habt die gleichen Väter. Ja. Warum habt ihr euch erst vor einem Jahr kennengelernt? Weil mein Bruder mit meinem Vater gar keinen Kontakt hatte oder beziehungsweise hat erst vor einem Jahr Kontakt mit meinem Vater aufgenommen. Wusstest du denn, dass es da noch einen Bruder gibt? Ja, ich weiß, dass ich mehrere Geschwister noch habe. Ah ja. Vom Vater seiner Seite aus. Und als du ihn da vor einem Jahr kennengelernt hast, so im ersten Moment, hat er dir da auch gut gefallen? Nee, da waren wir noch sehr unsympathisch. Und seit einem halben Jahr haben wir also intensiven Kontakt. Das heißt, die kommt jedes zweite Wochenende zu mir nach Köln. Und ich fahre jedes zweite Wochenende nach Kassel. Ja, und dann hat sich das wohl irgendwie so ergeben. Und er ist lebt auch solo? Nee, der hat auch noch eine Freundin. Ach, der hat auch noch eine Freundin? Ja. Na, da habt ihr euch aber in was reingeritten. Da habt ihr euch in was reingeritten. Ja. Hat man denn da nicht so automatisch eine innere Sperre, wenn man weiß, das ist mein, wenn auch nur Stiefbruder, aber immerhin so ein enger Verwandter? Nee, bei mir war, sag ich jetzt mal, soweit nicht die Sperre, weil ich habe eine Tochter, sag ich jetzt mal, von drei Jahren oder 3,5 Jahren und habe eben vor 4 Jahren das letzte Mal Verkehr gehabt. Ne? Und mein Bruder war mir eben sympathisch und dann ist es eben passiert. Und er ist mit seiner Freundin auch nicht zufrieden. Du hast aber keinen, du lebst auch nicht mehr in einer Beziehung, wenn gleich nein, auch keinen kein Sex nein. habt. Also, du erklärst es damit, da war keine Sperre und keine Hemmung, weil du einfach so sexuell, ja, sehnsüchtig warst. Ja, ja. So kann man sagen, ne? Ja. Nett ausgedrückt. Ja. Wie denkst du denn jetzt darüber, dass das passiert ist? Ich bin im Moment im Zwiespalt. Ich denke mir, wenn ich schwanger wäre oder sein sollte, bin ich froh, weil ich wollte eigentlich immer ein zweites Kind haben. Aber ich habe immer noch die Zweifel, also mein Bruder sagt auch, er empfindet was für mich. Dann habe ich natürlich wieder, oder wir haben das Problem, wie sagen wir aus unserem Vater. Ja, es gibt ja noch andere. Andersrum sind wir jetzt im Moment in dem Dilaster, ich gehe jetzt in Kur, Mutter-Kind-Kur. Und wenn ich schwanger sein sollte, dass ich das eben in der Zeit abtreibe. Aber abtreiben kann ich nicht. Aber also abtreiben ist für mich kein Thema. Aber du hast gerade gesagt, dass du während der Kur abtreiben würdest können. Würde ich können, aber aber ich du möchtest nicht. Das nicht. Ja. So, nun gibt es ja noch andere Überlegungen. Ich bin im Moment gar nicht mal so ganz sicher, wie das strafrechtlich ist. Also Bruder und Schwester, das ist, das wird strafrechtlich verfolgt. Ja. Bei Halbbruder oder Stiefbruder in deinem Fall, weiß ich das gar nicht genau. Ich weiß das auch nicht. So, das müsste man erstmal rauskriegen. Kriegen wir ganz schnell raus. Wir kriegen bestimmt gleich einen Fax oder eine E-Mail, wo die Leute uns das erklären. Das zweite ist, es bestehen ja immer große Gesundheitsrisiken, wenn man in einem solchen engen Verwandtschaftsverhältnis ist und dann von der Person genau. schwanger wird. Ich meine, das ist doch auch ein ganz, ganz gravierendes Argument und Thema. Ja, aber ich sage, wie gesagt, Abtreibung käme für mich überhaupt nicht in Frage. Soweit gesehen. Ich glaube, dass du da sehr leichtfertig rangegangen bist, Lydia. Sehr leichtfertig. Also, ich denke, auch wenn du viel. Ich bin leichtfertig rangegangen. So. Da wusste ich dem keine Pille, wir haben nicht verhütet. Eben, die Thematik kommt ja auch noch hinzu. Ja. Auch wenn du vier Jahre oder wie lange keinen Sex mehr gehabt hast, darf man sich nicht so gehen lassen. Ne? Ja, das stimmt. Er ist in einer Beziehung, er ist dein Stiefbruder, ihr habt nicht verhütet, es ist ja alles irgendwie völlig schief gelaufen, wie es nur schief laufen kann. Jetzt würde ich mich erst einmal mit einem Arzt zusammensetzen an deiner Stelle, um die gesundheitlichen Risiken zu besprechen, die damit verbunden sind, ob man da was man da machen kann, zumindest in Erfahrung bringen kann. Über die juristische Seite werden wir dich noch aufklären können gleich. Da wird hier schon noch was reintrudeln im Laufe der Sendung. Ja. Jetzt ist die Frage,
Natürlich hängt jetzt dein Verhalten und euer Verhalten auch von der juristischen Sichtweise ab. Mhm. Wenn das jetzt heikel ist für euch, dann wird das ja auch nicht so einfach sein, dass ihr sagt, na gut, jetzt sind wir halt zusammen. Nee, das stimmt schon. Weil ich sag jetzt auch mal, wenn jetzt mein Bruder dazu stehen würde, ich meine, der würde am nächsten zweiten Wochenende vielleicht zu mir kommen. Aber was würde ja mein Vater sagen, warum er jedes zweite Wochenende dann zu mir fährt? So, das ist jetzt das nächste Problem noch. Der Vater, das hast du schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Ja. Solltet ihr in irgendeiner Weise für euch und eine Klärung finden und die von mir gerade angesprochenen Fragen wären geklärt, dann bleibt immer noch das Problem, wie sagen wir es dem Vater? Ja, genau. Der fällt wahrscheinlich aus allen Wolken. Der fällt wirklich aus allen Wolken, ja. Ist es denn so wirklich, dass du sagst, ich muss es jetzt nochmal fragen, ich habe dich gerade schon gefragt, bist du verliebt? Könnte das eine Beziehung werden? Es könnte eine Beziehung werden, also von mir aus ja. Und mein Bruder empfindet ja auch was für mich. Mhm. Mhm. Und er ist mit seiner Freundin auch nicht glücklich. Also Lydia, ich will mal Folgendes vorschlagen. Ja. Wir machen uns mal richtig schlau hier im Hintergrund und werden dich dann gleich nochmal anrufen. Ja. Ich gebe sehr alles nochmal zu bedenken, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Gesundheitliche Risiken, juristische Sachlage und wirklich die Frage, ob das Herz so schlägt, wie du es gerade gesagt hast, oder ob das jetzt aus der Situation heraus. Du bist vermutlich schon, wie du es gerade gesagt hast, sehr lange einsam und er ist in einer unglücklichen Situation. Ob es nicht deshalb auch dazu geführt hat, dass ihr zusammengekommen seid? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Das glaubst du nicht? Nee. Du, Mirna, habe ich noch eine Frage. Hast du noch ein Buch rausgebracht? Nee, in der letzten Zeit nicht. Ja gut, weil er hatte nämlich deine Bücher, also dein Doppelbuch mit Telle von Sinne und dann von dir. Ja. Dann wollte ich nochmal hören, ob du noch ein Buch rausgebracht hast. Nee, noch nicht. Gut, danke, Domian. So, jetzt machen wir uns schlau, wie gesagt, und wir rufen dich gleich nochmal an. Gut, danke. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Das war die Lydia. 0800 220 5050 Telefonnummer und hier ist Jessica. Jessica ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jessica. Dein Thema? Mein Thema ist, ich bin männersüchtig. Ach was? Ja. Wie macht sich das denn so bemerkbar? Erzähl mal. Wie sich das bemerkbar macht? Also ich bin recht jung und habe schon mit viel zu vielen Männern geschlafen und kann auch nicht mehr damit aufhören, irgendwelche Telefonnummern einzustecken. Mit wie vielen Männern denn schon? Mit 19, 20. Ja. Und jetzt habe ich aber jemanden kennengelernt, in den ich mich eigentlich verschossen habe. Mhm. Und ich mich aber nicht auf diese einzige Person konzentrieren kann. Mhm. Warst du denn schon mal in einer Beziehung? Ja, zweimal. Zweimal schon. Wie lange haben die jeweils gedauert? 2 Jahre und 2,5 Jahre. Immerhin. Ja, das ist schon alle 8 Wochen. Das ist schon sehr viel. Du bist erst 21 und das sind ja schon 4 Jahre Beziehungen, die da hinter dir liegen. Ja. Warst du denn in diesen Beziehungen treu? Nein. In beiden Beziehungen nicht? Nein, also bei der ersten war das zwar nur ein bisschen Küssen und so, weil da war ich noch recht jung, aber in der zweiten habe ich jemanden getroffen, den ich schon als kleines Mädchen recht gut fand. Und auf den habe ich mich dann eingelassen. Das heißt, du hast neben deiner Beziehung dann noch eine Affäre gehabt, oder wie? Ja, genau. Ah, aber erst am Ende, wo das eigentlich für mich schon zumindest vorbei war. Ah ja, das finde ich wichtig. Das heißt, da war schon ein gewisser Zeitraum, wo du treu warst. Ja. Und wo alles in Ordnung war. Genau. Da bin ich schon mal beruhigt. Da würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, du bist männersüchtig, sondern vielleicht bist du einfach eine junge Frau, die Erfahrung sammeln will, so wie es Jungs auch wollen und machen. Ja. Wenn du jetzt mir gesagt hättest, in diesen Beziehungen war ich auch permanent untreu und habe immer nur andere Kerls im Kopf gehabt, dann fände ich es schon ein bisschen bedenklicher. Lass uns über die neue Bekanntschaft reden. Du hast jemanden kennengelernt. Mhm. Wann war das? Vor 2 Monaten. Ja. Und da bahnt sich so ein bisschen was an. Ja. Ja, du bist auch schon verliebt, kann man sagen. Mhm. Er auch? Weiß ich nicht. Ach. Also er sagt, er will nicht nur das eine, aber was er genau will, sagt er mir auch nicht. Aha. Aber du willst ja erstmal nur das eine. Eigentlich will ich ihn schon ganz haben. Ah ja, ah ja. Aber ich habe erst am Freitag jemanden anderes kennengelernt und
Vielleicht liegt es dann aber auch daran, Jessica, dass du so unsicher bist und vielleicht auch jetzt schon wieder auf andere Männer guckst, weil du dir seiner nicht so sicher bist, weil er so rumlaviert und er dir nicht klar sagt, was los ist. Kann das sein? Das kann auch sein, ja. Mhm. Ich habe da auch so ein bisschen Angst, enttäuscht zu werden und vielleicht ist das auch so eine Art Schutz, ja, den ich mir da aufstelle. Hast du ihn denn schon mal ganz klar gefragt, was er so für dich empfindet? Oder so klar noch nicht? So klar noch nicht. Mhm. Frag doch mal. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ich meine, irgendwann muss man ja schon so ein bisschen, wenn er das nicht durch die Blume dir mitteilt, was ja eigentlich viel eleganter wäre und schöner wäre, dann würde ich schon mal so ein bisschen, vielleicht auch nicht so ganz platt, aber so in die Richtung fragen. Mhm. Vielleicht, nehmen wir mal an, er taut dann auf und er gibt dir das, was du auch gerne möchtest, nämlich eine wirkliche Beziehung, eine Liebe. Vielleicht ist das Thema dann noch erstmal wieder erledigt mit der Sucht nach Männern. Kann ja sein. Das hoffe ich. Das hoffe ich auch. Weil so langsam macht mich das auch nicht mehr glücklich, so muss ich sagen. Immer neue Männer. Ist immer neue Männer. Und das hört nicht auf. Es hört nicht auf. Heute hatte ich erst, keine Ahnung, wie dieser Zettel in meine Wohnung gekommen ist. Der muss durchs Küchenfenster geschmissen worden sein. Oh. Eine Telefonnummer. Wie praktisch. Ja, wie praktisch. Und du kriegst also durchs Küchenfenster Telefonnummern geworfen? Ja. Wir erblassen alle von Neid, kriegen wir nicht. Ja, aber ich... Und da stand eine Telefonnummer von einem Mann drauf? Ja, von einem jungen Mann. Von einem jungen Mann, den du auch kennst, oder? Ja, den kenne ich auch. Aber ich war... Das ist auch schon unangenehm. Ich musste immer schon lange überlegen, wer diese Person überhaupt ist. Weil das alles so ein Konfus ist. Hast du denn mit dem schon mal was gehabt? Ja, am Freitag. Ach so. Und das ist schon traurig, dass ich am Montag am Überlegen bin, wer das überhaupt ist. Mhm. Was meinst du, wie viele Jungs das auch so geht? Ja, ich hoffe einigen. Aber es wird ja immer ein Unterschied gemacht zwischen Jungs und Mädels. Ja, ist eigentlich Blödsinn, ne? Ja, mhm. Das finde ich auch. Also sich gut auszuleben und auszutoben, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden, wenn man frei ist, ne? Wenn man nicht gebunden ist. Aber man darf natürlich, und das ist das Wichtige dabei, man darf nicht irgendwie so die Fähigkeit verlieren, sich auf eine Beziehung einzulassen. Wenn man wirklich süchtig ist nach Sex, dass man nur noch die schnelle Nummer und gar nicht mehr bereit ist, auch in jemanden Gefühle zu investieren, Zeit zu investieren, dann wird's schlimm. Mhm. Kannst du denn zumindest jetzt mal, da du verliebt bist, würde dir das denn gelingen, mal die Männer wegzudrücken, die anderen, und dich ganz auf diesen jungen Mann zu konzentrieren, auf den, in den du verliebt bist? Ja, ich versuche es. Das wäre zum Beispiel ein wichtiger Weg, finde ich. Mhm. Das musst du ja wohl schaffen. Ja. So eine starke Frau wirst du sein. Müsste zu schaffen sein. So, dann konzentrierst du dich erstmal auf ihn. Vielleicht kriegt er das ja auch so ein bisschen mit, wie du so drauf bist. Mhm. Und ist deshalb unsicher, weil er denkt, ach, das ist so ein Luder. Wer weiß, ob ich die kriegen kann. Wenn der aber richtig von dir die Signale erhält, dass du wirklich in ihn verliebt bist und er auch mitkriegt, dass du nichts anderes am Laufen hast, vielleicht fluppt es dann besser. Ja, hoffe ich. Versuch mal, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ne? Und aber alles andere dann aber auch, nichts in die Küche werfen lassen. Ne? Alles wieder zurückwerfen. Nein sagen. Sich konzentrieren auf den einen. Mhm. Okay? Alles klar. Jessica. Ja. Mach's gut. Danke. Tschüss. Unsere Mädels. Mann, oh Mann. Jetzt geht's weiter mit Nathalie. 20. Hallo. Ja. Heute habe ich ganz viele junge Mädels hier. Ist ja wunderbar. Das habe ich bemerkt. Mensch, du bist auch erst 20. Ja, genau, erst geworden. Wann? Am 17.06. Ja, kann dich noch nachträglich gratulieren, ne? Dankeschön. Bitteschön. Um was geht's denn, Nathalie? Ja, also, ich habe bei Deutschland Superstar geschrieben. Ja? Ja, und jetzt habe ich heute Bescheid gekriegt. Also für diese neue Staffel, Deutschland sucht den Superstar. Genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und ich bin irgendwie tierisch nervös, wenn ich da hingehe. Und da habe ich Angst, dass ich irgendwie so ein Out kriege. Moment, also du hast geschrieben und dich beworben und die haben jetzt gesagt, du kannst vorbeikommen. Genau. Wie spannend. Was hast du denn da, du hast ja wahrscheinlich nicht nur geschrieben, sondern auch ein Band hingeschickt und eine Kassette oder irgendetwas, oder? Nee. Ich habe so ein Formular gekriegt und dann habe ich das ausgefüllt, Foto. Ja. Und dann habe ich das weggeschickt. Ach so, das ist also jetzt die allererste Auswahl findet jetzt statt. Genau. Das heißt, du musst da hingehen und musst singen. Genau. Ah, wie spannend und wie aufregend. Ja, das ist ja für mich aufregend. Wann, wann,
Wann ist das denn? Oder ja, wann ist das so? Das ist am 20.07. Hier in Köln? Ja. Ja. Und was hast du vor, dort zu singen? Ich habe mir jetzt gedacht, Yvonne Katterfeld. Mhm. Für dich. Ja. Und da wollte ich noch ein Lied singen. Ja. We Have a Dreams. Ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich zu schwer, deswegen muss ich irgendwie ein neues Lied aussuchen. So, die beste Möglichkeit zu trainieren ist jetzt. Ich möchte ein Stück von Für dich hören. Ja, okay. Aber nur ein Stück. Nur ein Stück? Ja. Stopp. Jetzt muss ich das kurz anmachen. Nee, du musst jetzt denken. Wie ich in meinen Träumen schließ dich darin ein und ich wird immer bei dir sein. Ich halte dich wie den Regenbogen ganz fest am Horizont. Jo. Nathalie, ich glaube, das kann ich nicht und wir nicht beurteilen, weil die Leitung sehr schlecht ist. Und im Hintergrund läuft ja auch nicht die Originalstimme der Sängerin, ne? Ne, also ich habe so ein bisschen abgemacht und dann habe ich dabei gesungen. Ja, ich habe es schon gehört. Also ich bin außerstande zu sagen, das war jetzt scheiße oder das war gut. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, wie läuft denn das dann da ab? Hat man dir das schon genau geschrieben? Kannst du hier in einem Hotel wohnen und bist du dann einen Tag hier mit Übernachtung oder wie geht das? Also wie ich das gehört habe, ich muss da hinfahren. Mhm. Entweder mit dem Zug. Ja. Oder in der Autobahn, aber ich muss mit dem Zug fahren. Ja. Wie mein Vater, der fährt kein Auto. Woher kommst du denn? Aus Gebelsberg. Wo liegt das denn? Richtung Hagen. Ah, ist doch nicht so weit weg. Nee. So, und dann ist hier der Auftritt und dann wieder zurück. Ja, genau. Mhm. Und dann kriege ich Bescheid, ob ich den zweiten auch nur mitmache. Ja. Die Einladung. Ja. Mal gucken. Wie viele Runden gibt es da eigentlich, bis man in die Fernsehsendung kommt? Ich vermute erstmal drei. Mhm. Und dann kommt die Entscheidung oder sowas. Ja. Also, du willst auch ein Superstar werden. Ja. Du möchtest gerne in die Fußstapfen von Alexander treten? Ja, mein Vorbild ist Alia. Aha, ja. Und möchtest letztendlich auch irgendwann mal hauptberuflich Sängerin sein? Ja, genau. Ja. Was machst du jetzt im Moment vom Beruf? Im Moment noch gar nichts. Ich wollte eigentlich bald zur Schule gehen. Wie, bald zur Schule gehen? Ja, Abendschule oder was? Nee, so wie soll ich sagen, Berufsschule. Ja. Da ist am 15.08. Ja? Ja, und dann sollte ich dahin. Ja, hast du denn vorher schon irgendwas gelernt? Ich war erst in der bin ich ganz nervös. Im Förderlehrgang. Das ist ja hier noch gar nichts dagegen, wenn du da mitmachst. Wenn du erstmal auf einer großen Bühne stehst vor 1000 Leuten und Herr Bohlen dich schräg anguckt. Ne? Und du weißt schon, wie es ja da abgeht. Ja, das habe ich aus dem Fernsehen gesehen. Also, ich bin ja völlig baff. Es gibt ja viele Sender im Moment, die so Nachwuchsveranstaltungen machen. Star Search, ne? Gibt's bei Sat.1, glaube ich. Das ZDF macht auch etwas und Pro7 macht was. Es ist ja wahnsinnig, alle Leute wollen berühmt werden. Warum willst du berühmt werden? Ja, das ist schon mein Traum gewesen, wo ich 8 Jahre alt war. Ja, das beantwortet noch nicht meine Frage, warum? Ja, ich weiß nicht, ich mach oder so. Ich möchte gerne auf die Bühne stehen, singen, für die ganzen Leute. Ja. 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 Na gut, also, wir drücken dir die Daumen. Ja, danke, Domian. Aber du darfst natürlich nicht enttäuscht sein, wenn du vielleicht auch beim ersten Mal schon rausfliegst. Das ist natürlich eine harte Sache. Ne? Man kann viel gewinnen, man kann aber auch, man muss dann auch gut einstecken können. Ne? Ja. Ja. Was ich fragen wollte, kannst du mir das nochmal Autogramm schicken? Ja, kann ich. Dann legst du auf. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay? Danke. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Jetzt ist die Leitung aber wirklich ganz ramponiert gewesen. Markus, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Markus. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin in einer sehr unangenehmen Situation. Meine Frau hat mich vor 6 Tagen hat sie mich verlassen. Mhm. Und wir haben eine Tochter zusammen. Wie alt ist die Tochter? Etwas mehr als 1,5 Jahre. Ja. Warum hat sie dich verlassen?
Ja, sie sagt, ich würde mich nicht mehr so sehr um meine Familie kümmern. Vor knapp einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Und ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt auch gesagt, dass es eine harte Zeit wird. Ja. Dass ich sehr viel arbeiten muss, dass ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben würde. Also was hast du dich selbstständig gemacht? Ich bin IT-Consultant, wie man so schön sagt. Mhm. Das heißt, ich bin in der EDV-Branche tätig. Mhm. Ich will da auch nicht jetzt näher drauf eingehen. Nee, muss auch nicht. Aber ist es natürlich klar, wenn man sich selbstständig macht, dass das am Anfang, zumindest am Anfang, irrsinnig viel Zeit frisst. Richtig. Und Energie. Ja, natürlich. Ja. Lass mich zu der Ehe nochmal fragen. Wie lange seid ihr zusammen? Wie lange kennst du deine Frau? Ja, wir kennen uns jetzt etwa 8 Jahre und sind seit 4 Jahren verheiratet. Mhm. Das war eine tolle Ehe. Ja. Ist sie denn jetzt vor 6 Tagen so für dich relativ überraschend gegangen oder gingen? Ja. Es gab keinen Streit wochenlang vorher. Es gab keinen Streit. Es gab 2 Gespräche vorher. Ernsthafte Gespräche, natürlich. Mhm. Sie hat mich darauf angesprochen, auf die Situation und hat ganz eindringlich darauf gepocht, dass sie mehr Zeit für sich und die Familie braucht. Und jedes Mal war ich der Meinung, wir hätten das Thema ausdiskutiert und hätten das auch wieder in den Griff bekommen. Hast du denn eine Konzession gemacht? Hast du gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach doch mehr Zeit und wir machen an den und den Tagen halt mehr miteinander und so weiter? Ja, natürlich. Ich habe schon Konzessionen gemacht, soweit es mir halt möglich war. Mhm. Aber, Hat sie das Kind mitgenommen? Ja. Ja. Weißt du, wo sie ist? Bitte? Weißt du, wo sie ist? Ja, momentan ist sie bei meinen Schwiegereltern, weil sie momentan erstmal keine andere Möglichkeit gefunden hat. Aber ich befürchte, es wird noch ein bisschen schlimmer, weil gestern war mein bester Freund bei mir und er hat mir offenbart, dass er am vergangenen Freitag, das Ganze ist ja noch nicht allzu lange her, mit meiner Frau so ein bisschen rumgeschakert hat. Sie sehen sich häufiger. Also wir haben ein relativ lockeres Verhältnis zueinander. Wer, der Freund und du? Ja, ja. Mhm. Ja. Und auch meine Frau kennt ihn sehr gut. Mhm. Wir waren zusammen im Urlaub und so weiter. Das heißt, zwischen den beiden hat sich da jetzt was angebahnt? Hat sich was angebahnt, richtig. Und er war gestern bei mir, hat das Gespräch gesucht und er meinte, was soll ich jetzt machen? Da war was und eigentlich war das gar nicht von mir geplant, ich wollte das gar nicht und da hat sich aber was ergeben. Was heißt, da war was, da hat sich was ergeben? Haben die miteinander gepennt oder was? Ich glaube nicht. Nein, also nein, das hat er nicht gemacht. Aber wir haben schon, da hat sich was, es war prickelnd irgendwo zwischen den beiden. Also irgendwas Erotisches ist passiert. Mhm. Ja. Hat dich das nicht sehr wütend gemacht, dass dein Freund, dein guter Freund, das mit deiner Frau macht? In dem Augenblick war ich noch nicht richtig wütend. Ich war überrascht, natürlich. Mhm. Und war verwirrt. Mhm. Und na gut, er war bei mir. Er hat es immerhin gesagt und hat es auch gleich getan. Genau. Ja. Das war auch wunderbar. Aber das ist ja wahrscheinlich auch ein Ausdruck ihrer Unzufriedenheit, dass das jetzt so passiert ist. Ich denke ja schon, dass sich da eine ganze Menge angestaut haben muss bei ihr, dass sie diesen gravierenden Schritt macht und den Haushalt, eure Ehe verlässt. Das macht man ja mal nicht so mal nebenher schnell. Ja. Nimmst du es sehr ernst oder meinst du, dass das so ein Bluff von ihr ist, um nochmal auf sich aufmerksam zu machen? Nein. Mit der Kälte, ich meine, sie müssen es, oder du musst es erlebt haben. Mhm. Sie hat mich mit einer unglaublichen Kälte erwischt. Ich habe an ihr eine Veränderung gespürt an dem Tag, als sie es mir sagte. Und habe sie auch daraufhin angesprochen. Und dann meinte sie auch, ja, ich glaube, ich verlasse dich. Ich will mich scheiden lassen. Ist denn irgendetwas gesprochen worden darüber, wie die Gefühlslage ist? Ist denn noch Liebe irgendwie im Spiel? Nein, da ist gar keine Liebe mehr da. Da ist keine Liebe mehr da. Nein, hat sie gesagt? Ja. Ganz klar. Ja, ja. Von deiner Seite zu ihr denn noch? Ja, nein, da ist nichts mehr da. Auch nichts mehr da? Nein. Gar nicht.
Na gut, dann könnte man ja fast sagen, ist es okay jetzt, denn, dass es so ist, wie es ist. Ja, für mich natürlich nicht. Warum nicht, wenn du sie nicht mehr liebst? Nein, da hast du mich gleich falsch verstanden. Sie hat es mit einer so klaren, mit so einer klaren Entschlusskraft verlautbart, dass ich... Ich war völlig geschockt. Gut, aber ich habe dich gerade gefragt, liebst du sie noch? Ach, Entschuldigung, da habe ich dich falsch verstanden. Pardon. Also ich frage es nochmal, liebst du sie noch? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Du gehst aber davon aus, dass sie dich nicht mehr liebt? Korrekt, ja. Und das hat sie auch so gesagt oder hast du das nur so empfunden? Sie völlig klar gesagt. Sie hat es völlig klar gesagt? Ja. Da hast du natürlich schlechte Karten. Aber hallo, ja. Mhm. Und jetzt kommt halt eben noch dazu... Wie gesagt, gestern hat mein Freund noch gesagt, was soll ich machen? Mhm. Und heute schickt er mir eine SMS, ja? Das muss man sich mal vorstellen, wo er sagt, es tut mir leid, ich bin ein Waschlappen, aber ich kann nicht anders, ich liebe deine Frau und ich bin jetzt mit ihr zusammen. Na klasse, jetzt hast du deinen Freund auch noch verloren. Ja. Frau weg, Freund weg. Exakt. Kind weg. Ja, exakt. Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kommt noch dazu... Du kannst dir vorstellen, dass das natürlich auch finanzielle Folgen hat. Mhm. Und als Selbstständiger jetzt in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten ist es auch nicht so leicht. Lass uns mal jetzt nicht primär über das Geld reden. Nein. Das ist natürlich ein Aspekt, aber ich glaube, viel gewichtiger ist die Tatsache, dass da was richtig kaputt gegangen ist. Ja, ja. Frage... Glaubst du, dass es anders gekommen wäre, wenn du dich nicht selbstständig gemacht hättest? Möglicherweise, ja. War, bevor du dich selbstständig gemacht hast, eigentlich die Ehe gut? Harmonisch? Ja. Also meiner Meinung nach, ja. Meiner Meinung nach war sie noch vor einer Woche gut. Naja gut, du hast es aber dann nicht richtig gesehen. Da hast du vieles nicht wahrgenommen. Offensichtlich. Ja. Also das ist jetzt wirklich, finde ich, eine ganz große Frage, auch um zu lernen, vielleicht für das Leben und auch für das Leben danach, ja. Ist es wert, dass ein berufliches Engagement, auch wenn dem persönlichen Ehrgeiz nachgeht, ist es das wert, dass so etwas kaputt geht? Ich glaube nicht. Naja, weißt du, es ist so, ich habe das ja nicht aus persönlichen Ehrgeiz gemacht, denn mein Arbeitgeber, den ich zu der Zeit hatte, drohte in Konkurs zu gehen. Ah ja, verstehe. Und ich jetzt in die Arbeitslosigkeit gehe, verstehe. Und meine Familie noch mehr belaste, dachte ich, es wäre besser, in die Offensive zu gehen. Ja. Und dann würde ich aber auch wirklich vermuten, Markus, dass auch vorher schon so einiges irgendwie da im Argen lag, ja. Was du vielleicht gar nicht so mitbekommen hast. Eine Unzufriedenheit bei ihr, wie auch immer begründet. Ja, ja, natürlich. Und ihr habt einfach zu wenig geredet und jetzt steht ihr vor dem Scherbenhaufen. Ja. Ihr habt zu wenig geredet, definitiv. Das ist gut möglich. Ja, das glaube ich, ganz sicher. Wenn du sagst, ich habe vor einer Woche noch gedacht, es ist in Ordnung, das riecht ja quasi danach, dass man da aneinander vorbeigelebt hat. Mhm. Was machst du jetzt? Das ist jetzt die Frage. Sie sagt ganz eindeutig, ich will mich von dir scheiden lassen, ich liebe dich nicht mehr und dein bester Freund sagt, ich bin mit ihr zusammen. Ja. Also hast du gar keine Schnitte mehr. Nee. Jetzt kannst du nur noch sehen, dass du einigermaßen dich mit ihr arrangierst, dass du einen regelmäßigen Kontakt mit dem Kind hast. Richtig. Dass ihr nicht zu sehr im Streit seid, weil das auch wieder auf das Kind abfärbt und so weiter. Das ist das Einzige, was du machen kannst im Moment. Ja, ja. Das finde ich recht. Ich meine, ihre Kälte, ihre emotionale Kälte, die sie mir momentan präsentiert, macht es mir auch relativ leicht. Ja, finde ich auch. Von daher ist es mir durchaus recht. Man kann es so und so sehen. Ja, aber das Abschiednehmen ist leichter, wenn der Partner sich so aufführt, sage ich mal. Mhm. Ne? Als wenn es alles noch sehr traurig wäre und melancholisch und weiß ich was. Ja, ich meine, traurig und melancholisch ist es ohnehin. Ist es ohnehin sowieso, natürlich, ja. Aber ich meine, macht es mir leichter, es vielleicht zu verarbeiten. Sieh zu, dass du einen Kontakt mit ihr aufbaust wegen des Kindes, einen ordentlichen Kontakt. Ja, das ist mir das Wichtigste. Das finde ich auch, ist mir das Wichtigste. Dieses arme Wesen hat es wirklich nicht verdient. Mhm. Ich bin selber ein Scheidungskind. Ich meine, das sind wir alle mehr oder weniger mittlerweile. Aber ich wollte es einfach nicht, dass dieses Kind mein Schicksal teilt. Möchtest du gerne mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Warum nicht? Ja, warum nicht? Das ist die Elke heute Nacht. Verfahren ist, du legst auf und Elke ruft dich an. Alles klar. Und ich wünsche dir einfach viel Kraft. Das ist jetzt eine harte Zeit.
Und wenn du auch noch die ganze berufliche Sache an der Backe hast und die finanziellen Probleme, ist es natürlich wirklich schwierig. In der Tat. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Markus. Tschüss. Der Olli, 35 Jahre alt. Ja, hi Domian. Ja, hi Olli. Dein Thema. Ja, ich bin da schon ein bisschen weiter als dein Vorgänger. Nämlich? Oder mein Vorgänger, ja. Ich bin am 20.01.2001 ausgezogen, weil meine Ex-Frau jetzt schon meiner Meinung nach schwer depressiv war und alkoholkrank. Und ich mit ihr absolut nicht mehr, das ging gar nichts mehr. Die Schwiegereltern, wir hatten unten umgebaut, die Schwiegereltern wohnten oben drüber und das lief irgendwie mehr oder weniger immer mehr den Bach runter und zwar ganz extrem. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir haben 1990 geheiratet. Ja, und gibt's Kinder? Ja, ein Sohn, der Julian, der wird jetzt 10 Jahre alt. Ja. Am 25. Juli. Und das ist auch eigentlich so die Sache, warum ich anrufe. Dadurch, dass, also ich habe Julian vom letzten Januar bis April, bis zu einem Termin, wo es so um Unterhalt ging und so weiter, vor Gericht gar nicht gesehen. Ne? Da habe ich, mit einem Mal wurde der Kontakt abgebrochen, ich durfte ihn nicht mehr holen, ich durfte nicht mehr mit ihm telefonieren, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich bin dann mal zur Schule gefahren zu ihm, damit ich ihn gesehen habe, also ich kam mir vor wie ein Verbrecher, der, also es war für mich echt brutal, wirklich brutal, ihn da an der Schule zu sehen und er ist dann natürlich auch so, er möchte sich nicht zwischen die Mühlen zermahlen lassen. Also die Mutter hat ganz klar das untersagt, dass ihr Kontakt habt. Ja, sie hat das auch verhindert. Ja. Und ich bin dann mal zur Schule gefahren und habe versucht, mit ihm zu sprechen und er war dann natürlich auch sehr abstoßend, weil man kann von einem Kind nicht verlangen, dass wenn dem ganzen Tag erzählt wird, so hier, mein Junge, der Papa ist böse, der gibt kein Geld oder was auch immer, obwohl ich habe Geld gegeben, zu einem gewissen Maße, wie ich es meinte, richtig zu sein. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Also sie hat das Haus behalten oder die Wohnung, die ich umgebaut habe und ich fand mich schon im Recht, dass sie jetzt nicht sagen kann, ich kriege jetzt mein Leben lang Geld. Und das sind so Geschichten, die Richter zu entscheiden, aber nicht sie und nicht ich. Ne? Wie ist denn im Moment die Situation mit dem Jungen? Gibt es jetzt eine Regelung? Ja, ich hatte die Regelung, dass ich das Kind sehen kann und so vor Gericht, dass das dort ausgearbeitet wird, das hatte ich abgelehnt. Also das habe ich dann wieder zurückgezogen. Ja. Weil wir im April den Termin hatten und danach klappte es 3, 4, 5 Wochen so. Ja. Und danach ging es überhaupt nicht mehr. Also das ist dann jetzt wieder, dass ich natürlich jetzt parallel anwaltstechnisch klar sehe, irgendwie muss ich aus der Hütte, die ich da bekommen habe, auch was rausbekommen und habe dann auch wieder Briefe schreiben lassen. Und dadurch, dass die Schwiegereltern dahinter sitzen, meine Ex-Frau, die mich, wo ich sicher bin, echt immer noch liebt, da bin ich einfach hundertprozentig sicher, wenn sie überhaupt lieben kann in ihrem Zustand, wo sie wirklich maximum depressiv ist und auch alkoholkrank. Ja, und dass einfach die Eltern, die Nachbarn sagen, Olli, das geht nicht so weiter, was da drüben los ist bei denen. Also die Nachbarn von meiner Frau und so weiter. Ich bin da mit denen ab und zu Kontakt. Wann hast du denn jetzt das letzte Mal den Jungen gesehen? Vor 6 Wochen. Ja. Was ist der Grund deines Anrufes? Der Grund meines Anrufes ist, muss ich jetzt hingehen und wirklich das Sorgerecht für ihn erstreiten und wirklich kämpfen um jeden Meter und ihn aus dieser Familie rausreißen, wo Schwiegereltern sind. Ihm geht es nicht schlecht dort. Sicher hat er Probleme mit einer alkoholkranken Mutter und auch die Probleme, die halt andere Leute auch mit ihrer alkoholkranken Mutter haben. Also ich verstehe. Oder ob ich ihn sagen muss, in meiner jetzigen Situation, wo ich auch noch nicht hundertprozentig wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück bin, sagen muss, ich versuche das Sorgerecht alleine zu bekommen, ich ziehe ihn von Oma, Opa und Mutter weg oder versuche ihn wegzuziehen und versuche das alleinige Sorgerecht für ihn zu bekommen. Das zerreißt mich total. Ich bin jetzt langsam auf dem Punkt, ich war natürlich vor 2 Jahren total fertig im Januar, aber ich komme jetzt langsam dahin, dass ich sage, mir geht's wieder besser, ich möchte gerne so häufig mich niederlassen in dem Haus von meiner Oma, das kaufen und bla. Und das muss ich nochmal fragen. Du siehst überhaupt gar keine Möglichkeit. Du hast jetzt 2 Extreme aufgezählt. Entweder du gibst nach und lässt den Jungen da und belässt die Situation so, wie sie ist im Moment. Oder du willst das Sorgerecht haben. Gänzlich. Du siehst gar keine Möglichkeit, dass es doch irgendwie eine gütliche Einigung gibt. Nein, auch aufgrund, weil
wenn wir jetzt, wir haben am 22. Juli einen Termin vor Gericht. Mhm. Und da wird dann klar gemacht, hier Sommerferien dann und dann und jedes zweite Wochenende, ein gerades Wochenende, kriegt dann der Vater das Kind, mhm, oder irgendwie so. Das wird dann so gemacht. Und das Jugendamt hat ja natürlich auch... Ja, aber ist das nicht schon mal ein Anfang? Ja, natürlich ist das ein Anfang. Nur inwiefern lasse ich ihn dort einen Stich in der Familie? Schafft er das mit seiner Mutter? Und das, also das wäre schwer zu sagen für jemanden, der überhaupt gar keinen Einblick in diese andere Familie hat. Du hast gerade gesagt, dass er sich eigentlich da wohlfühlt und dass er es gut da hat. Sagt er. Sagt er, ja, ist ja schon mal... Domian, ich habe unheimlich Probleme, wenn ich ihn dort wegziehe, wenn er zu mir kommt und er wird irgendwann nur sagen, es ist ihm gut gegangen bei mir, ein Wochenende. Mhm. Also wenn das jetzt geregelt ist, mhm, vom Jugendamt, dann hat er Probleme zu Hause. Ja, dann geh zu deinem Vater. Du kannst dir nicht vorstellen, wie diese Frau drauf ist. Mhm. Ich habe das erlebt. Ich bin dort weggegangen. Ich habe mich in psychologische Hilfe begeben, um dort wegzugehen. Ich bin in eine Tagesklinik gegangen, mhm, weil ich es, und die Leute dort haben mir gesagt, innerhalb von 8 Wochen Therapie, wo ich dann auch nachher noch meine Arbeitsstelle durch verloren habe, mhm, haben mir gesagt, du musst von dieser Familie weg, um dein eigenes Leben zu führen, mhm, und du bist nur noch bei der Familie wegen deinem Sohn. Also du meinst, ich meine, das ist natürlich eine fatale Sache, du meinst, wenn er dann ab und zu bei dir wäre, und es ist gut, bei dir wäre und er erzählt das zu Hause. Nee, er kann, der darf nie was erzählen. Der dürfte nie erzählen, dass es ihm gefallen hat bei mir. Mhm. Die machen den fertig. Woher weißt du das? Erzählt er das? Nein, weil ich die Familie kenne. Und aber du bist ja nicht sicher, dass das so ist. Doch, ich bin mir hundertprozentig sicher. Mhm. Ich bin mir hundertprozentig sicher, da geh doch zu deinem Vater. Weißt du, so sprich er dann so... Mhm. Du, wenn es dir da so gut gefällt, dann ab dahinter. Und dass er dann diese Kälte, die ihm dann von seiner Schwiegermutter und seiner Mutter entgegen, von seiner Oma und von seiner Mutter entgegenkommt, dass er mit der Kälte weniger umgehen kann, als so, als wenn ich ihn nicht, also als wenn ich um dieses Besuchsrecht nicht kämpfe. Mhm. Da bin ich... Sehr schwierig, sehr schwierig. Ich höre jetzt natürlich nur die eine Seite. Ich höre deine Seite, wie du die Familie darstellst. Wahrscheinlich würde die Familie es völlig anders darstellen, wenn sie über dich sprechen. Du glaubst mir nicht, ne? Das ist... Nein. Ich sage nur, dass ich natürlich in einem Zwiespalt jetzt bin. Ich kann nicht parteiisch sein für dich, ohne wirklich die andere Seite auch vielleicht auch gehört zu haben oder das einzuschätzen. Lass uns mal das vielleicht versuchen, ein bisschen zu objektivieren. Gut ist es ja, wenn der Junge schon Kontakt zu beiden Seiten hat, ne? Das kann man ja sagen. Da bin ich von überzeugt. So, und der Junge wird, das darf man ja auch nicht vergessen, ist jetzt schon 10 Jahre alt. Und in den nächsten Jahren wird er auch immer mehr seinen eigenen Willen entwickeln und seine eigene Meinung. Und wird dann auch sagen oder auch spüren, wo es ihm am besten geht und wo es ihm am besten gefällt. Meinst du denn nicht, dass man vielleicht doch auf dieser vorsichtigen Ebene weiter agieren könnte, nämlich dass du ihn eben zu den entsprechenden Zeiten dann zu dir nimmst und es einfach mal entwickeln lässt, sich entwickeln lässt? Weil die anderen Alternativen finde ich so krass. Ja, das ist ja auch... Denn die Chance, dass du ganz das Sorgerecht bekommst, kann ich auch nicht beurteilen, ob das gut ist. Und ich weiß auch nicht, ob es gut ist, den Jungen dann wieder seinen Willen vielleicht ganz da rauszureißen. So, oder wenn du den Kontakt ganz einschränkst, das finde ich auch nicht in Ordnung, denn er soll ja den Kontakt weiter zu dir haben. Also lass es doch mal auf dieser vielleicht, wenn auch recht kleinen Flamme, eine Weile mal laufen. Okay, dann habe ich doch eine Frage. Inwiefern glaubst du, dass es ein Kind schädigt, wenn die Mutter wirklich alkoholkrank ist, sich bis ins Absolute besäuft und ja, es zu Auseinandersetzungen kommt, die wie zum Teil mit den Fäusten ausgetragen werden, schädigt ihn das fürs Leben so extrem? Oder ist es vielleicht in der Hinsicht doch noch besser, wenn er in der gewohnten Umgebung bleibt? Natürlich hat das eine schädigende Wirkung auf ein Kind, wenn ein Elternteil Alkoholiker ist. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Natürlich. Natürlich. Ja. So, dieser Fall ist sehr komplex bei dir. Ich möchte dich auch nicht jetzt so ganz schnell entlassen und sagen, mach so und so und kann ich sowieso nicht. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin das noch ausgiebiger und eingehender redest, die eben auch im familienpsychologischen Bereich sehr, sehr versiert ist. Wärst du damit einverstanden? Ja, ich würde das gerne, sehr gerne tun. Okay. Olli, dann legst du auf und die Elke ruft dich gleich an. Okay. Ich wünsche alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema, das darf mein Partner niemals wissen. Ihr könnt auch Näheres noch zu unseren Themen erfahren unter domian.de.
E. Also das darf mein Partner niemals wissen. Gibt es etwas in eurer Partnerschaft, in eurem Leben, das ihr sehr verheimlicht und was euren Partner vielleicht völlig schockieren würde, wenn er davon erfahren würde? Vielleicht gibt es etwas, was ihr Jahre oder unter Umständen, wenn ihr schon länger zusammen seid, Jahrzehnte verheimlicht und der Partner ahnt überhaupt gar nichts davon. Das ist unser Thema morgen und ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen oder eben auch mailen. Mailen ist auch mal eine gute Möglichkeit, sich bei uns hier bemerkbar zu machen unter domian@wdr.de und die Sendung beginnt um 1 hier im Radio auf 1 live und im WDR Fernsehen. Steffi, 22 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Steffi. Hallo Domian. Steffi, um was geht's? Ja, also ein Problem habe ich und zwar, ich wohne nähe München und eine Freundin von mir, das ist auch gleichzeitig meine Nachbarin. Und ich bin eines Tages von der Arbeit nach Hause gekommen und in Uniform, weil ja, ich bin, also arbeite halt am Flughafen und wollte draußen meine Blumen gießen und dann kam so ein Typ halt um die Ecke geschlichen und fing halt mit mir an zu reden. Ich fand das am Anfang auch ganz normal und auf alle Fälle, ja, fing er dann gleich an mit seiner ganzen Lebensgeschichte etc. pipapo. Wie ein fremder Mann? Ja, genau. Während du die Blumen gießen wolltest? Ja. Und hat gemeint, ja, er hat meine Nachbarin, also die Freundin von mir, hat er vorher schon mal gesehen, als sie draußen war, aber die waren dem Zeitpunkt nicht daheim. Und ja, dann habe ich mich aber auf das Gespräch auch gar nicht mehr eingelassen und bin dann wieder in meine Wohnung gegangen. Ja. Und dann ein paar Tage später stand er wieder vor meiner Haustür. Und dann habe ich ihn abgewimmelt. Und dann war aber meine Freundin drüben und hat da, der legt uns auch ständig Briefe in Briefkasten rein und guckt halt da abends auch teilweise durch das Fenster, weil ich habe ein Erdgeschoss, eine Erdgeschosswohnung und meine beiden Wohnzimmerfenster, die gehen halt direkt auf die Straße raus. Und ja, und verschwinden dann halt wieder. Und ich weiß genau, dass es der war. Ja. Und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll bezüglich, weil wir haben auch schon ein bisschen eigentlich Angst bei der ganzen Geschichte dabei. Was ist denn das für ein Typ? Ist der, welche, wie alt ist der ungefähr? Ja, ich schätze ihn mal so auf Ende 20 oder so. Ja. Und du hattest den vorher noch nie gesehen? Nee. War der, als er sich da angefangen hat, mit dir zu unterhalten, irgendwie ein bisschen merkwürdig oder war der freundlich sogar? Ja, der war, also der war schon freundlich. Er ist mir eigentlich, ja, ganz, ja, normal eigentlich nicht so, aber weil er gleich anfing mit seiner Lebensgeschichte halt und ich kannte den nicht, ich habe den vorher nie gesehen. Und welchen Eindruck hat deine Freundin von ihm? Ja, die finden ihn eigentlich auch so ziemlich, ja, dubios. Das ist natürlich eine schwierige Situation, auch für die Polizei. Das heißt, die Polizei kann da überhaupt gar nichts machen, weil ja nichts nachweisbar ist. Er hat ja nichts getan bisher. Ja, obgleich ich schon verstehen kann, dass ihr da in Sorge seid oder dass euch das unheimlich ist. Ja, klar. Gibt es auch Anrufe? Nee, Anrufe noch nicht, weil also er hat unsere Telefonnummer nicht. Er hat zwar, als er uns die Briefe in den Briefkasten gelegt hat, hat er zwar seinen Namen draufgeschrieben, wobei ich nicht weiß, ob das ein richtiger Name ist, und halt eine Telefonnummer, aber da haben wir auch nie angerufen. Was genau steht denn in diesen Briefen drin? Lasst uns Freunde sein und er möchte uns kennenlernen und ja, halt eigentlich ganz normale Sachen, aber halt das auf ständig halt nur. Das geht jetzt wie lange schon? Also 6 Wochen circa. Hast du den Eindruck, dass sich das verstärkt, dass es intensiver wird oder läuft das so auf einer gleichen Ebene? Naja, am Anfang, das war dann, als er da auf der Straße stand von meiner Wohnung und dann war das circa eine Woche später, und aber jetzt steht er eigentlich 1 bis 2 Mal die Woche, steht er vor der Haustür. Ja, und wenn er dann halt klingelt, bei mir zum Beispiel, das war jetzt auch erst vor ein paar Tagen, hat er abends geklingelt und er wollte halt, hat sich praktisch selber eingeladen. Und ich habe ihm dann die Haustür vor der Nase zugeschlagen, aber dann hat er irgendwie noch versucht, die Haustür aufzudrücken. Und es war halt dann ganz komisch. Du hast noch keinen Kontakt mit der Polizei gehabt? Nee. Nee, weil bisher, wie du auch schon gesagt hast, war halt nun, dass er jetzt irgendwie da einen Angriff auf uns versucht hätte oder ja, so. Ja, ja. Also diese Geschichten, die passieren ja leider Gottes immer wieder, oder ich habe fast eine Ahnung, in letzter Zeit öfter als früher, sind wirklich äußerst schwierig zu behandeln, weil
also von behördlicher Seite aus, von Polizeiseite aus, es keinen Zugriff gibt, solange nichts Gravierendes vorliegt. Und es liegt ja noch nichts Gravierendes vor. Nee. Dennoch gibt es natürlich auch Mittel und Möglichkeiten und Tricks, wie man sich solchen Leuten gegenüber verhält. Ich würde gerne, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Okay. Wir haben da so einige Tipps, die wir dir geben könnten, die ich nicht gerne hier auf dem Sender verbreiten möchte. Okay. Machen wir so? Alles klar. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Wolfgang, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Wolfgang. Mein Thema ist folgendes. Ich bin seit anderthalb Jahren mit meiner Freundin beieinander. Beziehung läuft also auch ganz ordentlich. Sie hat nur seit längerem keine Lust auf Sex. Mhm. Und sie sagt zu dem Thema auch, das liegt jetzt nicht an mir oder an meiner Person, sondern sie hat das in früheren Zeiten auch schon, in Beziehungen auch schon gehabt. Wie alt ist die Freundin? 42. 42. Mhm. Und wie lange seid ihr ein Paar? Anderthalb Jahre jetzt. Ach so, ich dachte, ihr hättet euch vorher auch schon irgendwie gekannt oder? Nee. Mhm. Und sie sagt eben auch, dass das früher auch so war, schon mal in früheren Beziehungen. Und das käme schon wieder. Mhm. Und jetzt weiß ich halt nicht, abwarten oder... Wie sieht denn euer Sexualleben aus? Wie oft passiert es denn? Ja, jetzt war eigentlich seit einem halben Jahr, jetzt mal nichts mehr. Gar nicht seit einem halben Jahr? Ja. Mhm. Wobei sie auch selber sagt, es tut ihr leid, dass es so ist. Also sie weiß das durchaus, dass ich da drunter zu leiden habe oder dass das nicht normal ist, in Anführungszeichen. Mhm. Wobei ich jetzt nicht als Macho dastehen will und sagen will, dass das also jetzt unbedingt das A und O ist. Nee, aber nach einem halben Jahr finde ich das schon durchaus legitim, dass man sich da mal Gedanken drüber macht und dass man sich gerade nicht sehr wohl fühlt. Das ist schon verständlich. Glaubst du ja, dass das früher auch schon so war, dass es bei ihr so Intervalle sind? Das glaube ich ja schon, ja. Mhm. Mhm. Weil sie kommt dann genauso, wenn sie wieder Lust drauf hat, mit 1000% und sagt so, jetzt. Mhm. Also ihr redet ja schon relativ offen darüber, ne? Ja. Höre ich so raus. Mhm. Da gibt's keine Geheimnisse oder. Wie sah das denn vorher aus, als alles noch so im Lot war? Wie oft war da die Häufigkeit? Ach ja, da haben wir schon so einmal, zweimal die Woche Sex gehabt. Das wird ja auch, dann wird ja auch reichen. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja, also ein halbes Jahr ist natürlich wirklich heftig. Und wenn sie dir das so gesagt hat, dass das immer wieder mal so vorgekommen ist, ist das natürlich erstmal beruhigend. Dennoch kann ich mir schon vorstellen und kann es auch nachvollziehen, dass dir da ein bisschen mulmig ist mittlerweile. Ja, weil das andere Extrem ist dann, dass sie schon vom Heiraten gesprochen hat und dass wir also auch wirklich eine feste Beziehung haben und weiter pflegen wollen, aber in dem Bereich passt es halt einfach irgendwie nicht im Moment. Und sie kann das an nichts Konkreten irgendwie festmachen, wenn das solche Phasen sind, wie sie sagt. Ja, sie kann natürlich das schon damit begründen, dass sie einen langen Arbeitstag hat von 10-12 Stunden an 5 Tagen die Woche und dass sie halt im Moment sehr angespannt ist. Also da hat sie schon Begründungen dafür. Ja. Aber es ist halt die Frage, ändert sich das auch wieder oder kann man da selber auch was dazu tun, dass sich da wieder was ändert? Ich will mich natürlich auch nicht aufdrängen, nachdem sie ja selber sagt, ich komme wieder oder ich sag dir das. Ja. Die Gefahr besteht natürlich, dass man dann vielleicht auch zu großen Druck ausübt von Seiten, also von der eigenen Seite her und man dann noch mehr kaputt macht. Aber dennoch ist das Unbehagen, finde ich, berechtigt deinerseits. Ihr redet offen, habe ich gerade schon festgestellt und gesagt. Ich würde euch raten, vor allen Dingen, wenn ihr auch noch weitere Planungen im Auge habt, Heirat und so weiter, doch für einmal, für eine Sitzung, für zwei Sitzungen, vielleicht auch für drei Sitzungen, mal zu einer Paarberatung zu gehen. Ja, das ist ein guter Gedanke. Und deine Freundin scheint ja auch offen zu sein für so etwas. Habe ich jetzt so einen Eindruck einfach von ihr gewonnen, wie du sie geschildert hast, dass sie sich dessen vielleicht auch nicht erwehrt. Und es kann auf keinen Fall schaden, im Beisein eines Fachmannes noch ein fundiertes Gespräch zu führen. Das wäre eine tolle Sache, ja. Wenn du möchtest, können wir dir gerne noch eine Adresse in deiner Umgebung, eine Telefonnummer geben. Gerne, ja, das wäre schön. Gut, dann leg du auf und wir rufen dich gleich an. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Servus, tschüss.
So, meine Lieben, in der Technik war Michael Jansen. Morgen heißt unser Thema, das darf mein Partner niemals wissen. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Und wir sind hier im Radio bei 1 Live und im Wiederfernsehen dann um 1 Uhr mit dem Thema, das darf mein Partner niemals wissen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.